Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt wirklich das zweite Mal im Monat und heute ist aber irgendwie ein bisschen was anders, weil wir haben unseren eigenen Trail gebaut. Ich und ein anderer Freund und noch ein anderer Freund haben uns einen eigenen Trail gebaut, weil wir haben den Spot halt gesehen und haben gesagt, boah, da wäre echt geil, einmal einen Trail zu bauen. Und ich würde sagen, den stellen wir euch jetzt mal kurz vor und danach gibt es einfach nur so ein bisschen Fahren. Ich befinde mich jetzt da am Startpunkt von der Pro-Line. Also wir haben jetzt einfach Pro und Noob-Line gemacht, weil die eine einfach ein bisschen schwerer ist als die andere. Man startet von hier, da ist dann da so ein Drop. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera ausschaut, aber man springt der Schuh recht ins Steil rein. Und dann kann man da echt schnell Speed kriegen und dann da gibt es so ein kleines Abziehding, da könnte man theoretisch da reingeppen. Und dann haben wir da einfach ein bisschen Erde aufgeschüttet, dass das so ein bisschen ein Abfänger ist, wenn man da zu weit da reinkommt. Auf jeden Fall, die ganze Line ist natürlich noch nicht total fertig und noch nicht total abgeschlossen. Aber man muss sagen, also die Fortschritte sind echt gut. Also man kann die Line da schon fahren. Da kann man echt schnell werden, weil man fährt von da mehr oder weniger ohne Bremsen da durch. Da war eigentlich so ein Baumstumpf, so ein morscher Alter. Da haben wir einfach ein bisschen Erde drauf geschüttet, damit man da jetzt da reinspringen kann, da so kein Gap. Da kommt da unten so ein Sprung. Der ist eigentlich hauptsächlich dafür da, dass man auch wieder Speed durch das Ganze mitnehmen kann. Dann kann man schon bis daher circa springen, je nachdem wie schnell man ist. Und dann kommt da noch der Endsprung von der Line. Kann man da reinspringen und dann da raus und da rein. Ja, also auf jeden Fall, es wären für diesen Ort slash für diese Location da echt nur viele Sachen geplant. Aber cool wäre es auch, da hinten, da gibt es so eine kleine Senke. Und wir hätten vorgehabt, dass wir da wirklich einen fetten Tricksprung reinbauen. Dass man einfach mal wirklich einen Sprung hat, wo man echt viel Höhe in der Luft hat. Und auch echt einmal ein bisschen besser seine Tricks üben kann. Und generell einfach ein bisschen mehr Luftgefühl kriegt. Okay, passt. Drop in. Jawohl. Ideallinie. Ah, jetzt hat er eine. Boah, ich muss mir mal ein bisschen aufpassen, dass man die auch smooth fährt. Jetzt sehe ich was, eh schon. Puh, macht echt Spaß, Alter. Dann fahren wir. So, jetzt gibt es da mal eine kleine Manual Session, glaube ich. Da schon. So, da ein bisschen aufpassen bei der Kurve, aber gibt eh keiner. Boah, da riecht nach Bremsen. Oh.